Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zombrotron 2. Wir waren bei Stage. What the fuck? 10 stehen geblieben und da machen wir heute weiter. Ist, glaube ich, übrigens das erste Flash-Game, bei dem ich tatsächlich mal zwei Parts benutze. Das ist vorher eher nicht passiert. Interessant, aber es ist auch echt ein Flash-Game, was ziemlich lange geht. Yo, da schießt er seine Rockets und dann bin ich tot. Du Hurensohn. What? Ach, da bin ich auch tot, wenn ich da reinfalle. Ja, hätte man sich ja nicht denken können. Das Teil dreht sich ja immerhin nicht. Also hätte man sich das vielleicht echt nicht denken können. Kann ich das? Ich kann das auch nicht zerschießen. Schade. Okay, hätte gehofft, ich krieg einen Headshot bei ihm hin. Hab ich... Oh Gott! Da springt man mal einen Zentimeter zu hoch. Und das Leben ist direkt vorbei. Okay, also Notiz an mich. Nicht springen, nur laufen. Und du machst bada boom, bada bang, bada boing. Komm, roll noch ein bisschen weiter. Komm schon. Oh Gott, ich hasse diese Teile. Komm schon! Take this! Ich meine this. Okay. Dann fight ich halt nicht mit dir. Oh, nein, nein, nein! Ich wollte gar nicht mit euch fighten. Ihr blöden Blödbots. Dankeschön für die Brücke. Da war ein Headshot nötig. Da sind sie explodiert, die Schweine. Da sind sie explodiert. Hier darf man nicht springen. Dann tun wir das auch nicht. Oh. Ach, dieser Boden ist ja noch gar nicht kaputt. Jetzt ist dieser Boden kaputt. So, kriegen wir vielleicht mal eine... Oh mein Gott, was ist denn das Schönes? Ein motherfucking Raketenwerfer, den wir uns nicht leisten können. Weil wir nicht genug Geld haben. Schade. Aber scheißegal. Denn wir brauchen ihn eh nicht. Ich meine, wir sind so cool. Wir brauchen noch keinen Raketenwerfer. Oh, da ist aber eine sehr, sehr hübsche Truhe, die ich gerne eigentlich hätte. Aber nicht mehr rankomme. Fuck! Stirb, du Zahnrad. Stirb, Zahnrad. Stirb. Stirb. Okay, das funktioniert nicht. Akzeptiert. Okay. Sieht aus, als hätte ich... Oh, ja, genau. Einfach so ein motherfucking Rattenboss. Boss, 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 Boss. Dass ich hier runtergefallen bin, ist jetzt auch eher schlecht. Hallo, Mr. Rattenboss. Lassen Sie mich in Ruhe. Okay. Hat er nicht gemacht. Ich wollte hier hoch eigentlich. Ich will doch eigentlich nur hier hoch. Mein Gott. Das kann doch nicht so schwer sein. Springe ich hier runter und sammle das ein. Und dann gehe ich wieder hoch. Was sagst du dazu, Rattenbitch? Dann sammle ich einfach mein Zeug ein. Knallhart. Come on, bring it! Hä? Oh oh. Nicht persönlich leben! Rattenmus! Aber ich schieß dir in den Arsch!
Denn du bist ein Opferio. Oh. Yeah! Okay, die Bosse hier sind echt hart, muss man sagen. Die sollte man auf keinen Fall unterschätzen. Steckt schon eine andere Waffe? Nein, ich hab nur die beiden. Nein. Nicht töten, bitte, danke. Mann, ich will meine Minigun wieder haben aus dem letzten Teil. Die war cool. Komm doch, hierher. Hallo. Kuckuck. Hab ich getroffen? Tatsächlich. Hallo, du Spacko. Der Kampf gegen ihn wird zur echten Geduldsprobe. Bitch! Ja. Na, yo, what the fuck? No! No! Not really! Auf jeden Fall, ich konnte gar nichts gegen den machen. Gegen den Spacko-Bot. Rattenbot. Gegen diese Spacko-Ratte, die vielleicht gar keine Ratte ist. Ja, haha, beste Schützenposition. Take this. Ja, yeah, lauf. Lauf um dein Leben. Komm her. Ja, yeah, friss meine Kugeln. Die schmecken dir doch immer besonders gut. Dancing. Komm schon, wo ist er? Ich will nicht die ganze Zeit hier abdancen, ich will ihn platt machen endlich. Komm schon, bleib doch hier, Mann! Ja, genau so sieht's aus! Oh oh. Ja. Und wie viel kriegen wir? Mega viel Kohle, würde ich sagen. Ja, ihr Roboterköpfe seid jetzt auch kein Problem mehr. Wir haben immer noch nicht genug Geld, um uns, das Ding zu leisten. Diesen Schatz, den wir nicht haben. You found a military suit! Thanks a lot! Lass mich doch hier runter. Das funktioniert offensichtlich nicht. Okay, dann gehen wir halt einfach mal weiter, würde ich sagen. Weil zurück kommen wir nicht. Und was sollten wir auch zurück? Das hat er nicht geschafft. Ist ein bisschen blöd gewesen. Nicht so hochspringen. Jetzt darfst du hochspringen. Jetzt darfst du auch da reingehen. Wow, easy bleiben, Brother. Easy bleiben, ja. Geh weg! Geh weg! Oh oh. Was? Ah, okay, okay. Das war's? Das war alles? Nur deswegen bin ich hierher gekommen? Okay. War jetzt zwar ein bisschen enttäuschend, aber gut. Hallo? Hallo? Willst du mich töten? Ich will dich auch töten. Was hältst du davon? Oh nein! Nein! Diese Drecksviecher mit ihren Drecksbabys. Ich mag sie nicht. Loading Stage 11! Yeah! Press any key to start. Okay. Warum tötest du deine Freunde? Was soll das? Hä? Was bist du denn für ein Arsch? Komm doch hoch hier! Oh, oh. Warte, ich muss nachladen. Okay, komm doch. Nee, 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 nee. Ding, ding. Jo, oh, eine Uzi. Ja, warum eigentlich nicht? Keine Moneten dafür. Wir nehmen die Uzi auf und ballern mit der Uzi rum. Die ist zwar nicht so stark, aber schießt heftig. Die Blechdeppen. Ja, generell, weiß man ja, dass Uzis nicht allzu stark sind.
Warte mal, ich hab einen Plan. Ich hab den Masterplan. Der nicht funktioniert, okay. Okay, da ist auch nichts. Ich dachte, ich könnte das Fass vielleicht hier hochrollen und dann auf den Fahrstuhl drauf und oben damit irgendwas kaputt machen. Aber es sollte wohl nicht sein. Ja, was zum... Okay, okay, es geht weiter hoch, so wie es aussieht. Multikill! Mega Ultra Multikill. Skelettköpfe, nein! Skelett-Dudes gegen Roboter-Dudes! Und ich mittendrin. Hell yeah. Ich will eine andere Waffe haben. Double Kill, danke. War zwar nicht mein Verdienst, nehme ich trotzdem. Ey, wie tief der auf einmal stürzen, fallen kann, ne? Hat er vorher alles nicht gekonnt, der gute Kollege hier. So, dann fahren wir mal runter. Und fahren wir wieder hoch, ne? Wir müssen nämlich links noch abklauern. Da ist nämlich bestimmt noch was. Das hat mich gerade ein bisschen erschreckt. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es ist alles gut. Da war fucking viel Geld drinne. Muss ich doch mal sagen. Hui. I'm bouncing. Nicht. Fuck you, then. Ich wollte eigentlich nur da hoch. Aber wenn sie es nicht zulassen, werde ich mich wohl mit Gewalt bedienen müssen. Hui. Mr. Bond. Hui. Sterben sie. Da kommt doch schon wieder der Louis. Der Louis kriegt einen Headshot. Kämpft, 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 kämpft. Fahrstuhl, du kannst hier bleiben, mein Freund. Mein guter Freund und Kupferstecher, ne? Bleiben wir gleich hier. Ich konnte dich hier noch gut gebrauchen. Ja, genau. Als ob ich das zulassen würde. Das glaubst auch nur du. So macht man sich Freunde. Und so macht man sich noch viel mehr Freunde. Nein, ich wollte dich da runterschmeißen. Damit du eventuell gegen Skelette kämpfen kannst. Aber wollt er nicht. Wollt er nicht. Kann ich gar nichts für. Mann. Das wollte ich treffen. Nein. Du Bitch. Oh ja, du bist gestorben. Sehr nett von ihm. Du bist sehr sozial. Ja, du hättest ruhig noch diese hier Steine wegschlagen können. Aber nein, dazu ist das Skelett natürlich wieder mal zu faul. Diese unterprivilegierten Skelette heutzutage. Ne? Da ist a found alive container. What? Dankeschön, das nehme ich. Okay, ich nehme euch nicht mit, weil ihr seid scheiße. Damit kann ich wahrscheinlich die Plattform bedienen, ja. Aber bleib unten. Warte. Du musst jetzt hoch. Warte, das ist Quatsch. Nein! Ach, fuck. Mann. Ich will auch schnell draufspringen. Genau so war das Ganze geplant. Da war dein Kopf auf einmal Matsch. Was sagt man denn dazu? Ist das eine Schrotflinte? Well, hello there.
glaube, ich nehme lieber die Schrotflinte mit als die gute alte Magnum. Denn die gute alte Schrotflinte ist dein Freund. Huch. Das wollte ich nicht. Entschuldigung. So fett bin ich doch gar nicht. Oh ja. Die Schrotflinte ist dein Freund. Das kann man wirklich immer wieder bestätigen. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir leid. Das tut mir nicht leid. Habe ich noch Munition? Ja, es geht. Noch ein bisschen was. Ein bisschen was ist noch da. Juhu! Und wir müssen offensichtlich hier runter. Ah! Wow! Hey! Kämpft doch einfach mal gegeneinander. Wie wär's, ne? Klingt nach einem guten Plan, ne? Finde ich auch. Warte. Ja, sehr gut. Ja, grüß sie miteinander. Da haben wir noch Munition drin. Und jetzt kaufen wir uns noch was Schickes. Und zwar... AK Kalaschnikow. Noch eine Kalaschnikow? Das wäre auch nice. Kaufen wir uns eine Kalaschnikow. Das heißt, wir entledigen uns der Schrotflinte und nehmen lieber die Kalaschnikow mit. Also die Waffenauswahl ist auf jeden Fall in diesem Spiel etwas größer. Alter. Was ist denn los mit dir, Junge? Oh nein, es geht runter. Hilfe. No. No way. What the fuck? Kalaschnikow, mach deine Arbeit. Und mach sie gut. Du wirst nicht auf mich schießen. Da ist ein Auto. Das möchte ich haben. Diesmal werde ich nicht nur... Oh oh. Ich wollte gerade sagen, diesmal werde ich nicht nur vorsichtiger fahren, ich werde auch versuchen, alles einzusammeln. Denn die ganzen Münzen. Wäre doch episch, das alles zu haben. Einfach mal. Ich kann einfach auch die ganze Zeit schießen, weil... Warum nicht? Das ist sehr laut, wenn ich mit dieser Karre fahre. Oh. Well, fuck that. Ich respawn einfach wieder. Ganz easy, kein Problem. Ist zwar nicht das schnellste Auto, aber auf jeden Fall das Einzige, was ich zur Verfügung habe. Nein! Mach doch nicht sowas! Wollt ihr eigentlich rüberjumpen? Yay! Das hat nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Dann mach's halt ganz weg. Oh no. Oh no. Okay, das war's schon. What the fuck? Stage 13. Noch drei Level. Ne, noch zwei Level. Ey. Hat irgendwer gesagt, du sollst aussteigen? Ich glaube nicht. Wow, das ist episch. Alles zerstören. Exterminate, exterminate, ex-fucking terminate. Warum kann ich nicht nach hinten schießen? Beziehungsweise warum kann ich die hinter mir nicht treffen? Das ist ja die Frage. Jetzt will ich Steine hier aus dem Weg ballern. Auto bekommt noch mehr Schaden, als ich dachte. Und? Ja, explodiert. Aber ich habe leider auch Schaden genommen. Nein, nicht schon wieder.
Das Auto ist auch nicht so flexibel. Scheiße, ich werde zerquetscht. Das war ja mal mega dumm. Das war ja mal mega dumm. Warte. Zurückfahren. Einsteigen. Auf hier. Warte, drauf stehen bleiben. Und wieder rein. Oh, warte, da ist noch Gold. Was ich haben möchte. Weiter geht's. Hallo Zombie-Freunde und Roboter-Freunde. Na, kennt ihr mein neues Auto schon? Es ist wirklich super. Halleluja. Ich glaube aber, weiter kann ich mein Auto nicht mitnehmen. Was macht ihr kleinen Viecher denn hier? Okay. Ja, ich glaube, weiter kann ich mein Auto echt nicht mitnehmen. Weil diese Lücke hier zu klein ist. Aber ich kann es probieren. Ich kann es einfach probieren. Scheiße. Drück den Knopf! Kann ich das Auto zerballern? Du stehst im Weg, Auto! Das steht echt im Weg, ne? Warum tust du mir das an? Warum? Ich war bestimmt kurz davor, die Mission zu beenden. Restart! Bis gleich. So, da sind wir wieder, diesmal ohne Karre